So, da Lee, jetzt haben wir alles runtergeladen, das hoffe ich jetzt zumindest. Drücken jetzt mal weiter. Verstanden. Also ja, wir kommen erstmal zur zweiten Folge von der Call of Duty Modern Warfare 2 2022er Kampagnenanspiel-Videoreihe ist es ja jetzt. Einfach aufgrund des doch etwas sehr, sehr schrägen Installationsverfahren. Gucken wir mal, ob wir das Ganze jetzt abgeschlossen haben und wir endlich auch mal eine Runde spielen können. Alles klar, so verstanden habe ich's. Und wenn wir jetzt alles installiert haben, dann sollte es jetzt vielleicht mal losgehen. Bereit zur Spielsitzung? Wie gesagt, wir wollen ja den Singleplayer spielen. So. Kampagne. Nee, abbrechen. Ach, das ist. Aha, okay. Das ist also der Kampagnen-Screen. Naja, gut, warum nicht? Dann würde ich sagen, schauen wir doch hier einfach mal rein. Erste Mission. Ja gut, mehr als X drücken können wir gerade nicht. Deswegen machen wir das an der Stelle. Und wir spielen natürlich. Ja, das ist ja bei Call of Duty immer so eine Sache. Auf Veteran. Ich muss mal gucken, ob das wirklich Sinn macht für den Stream. Ich weiß nicht, sonst muss ich mir, glaube ich, selber noch einen Schimpfwortfilter hier einbauen. Aber wir versuchen es einfach mal. Meine Lieben, große Spoilerwarnung an dieser Stelle. Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Call of Duty, die Singleplayer-Kampagne. Ja, legen wir mal los. Ich bin gespannt. Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Maxwell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Guck mal, ich sagte schon wieder, dass ich Pac-Man streame. Das geht mir echt. Echt manchmal ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Ich check das nochmal ganz kurz. Und dann soll er hier machen, was er will. Ich will jetzt endlich mal eine Runde zocken. Er sagt, wir streamen Call of Duty Modern Warfare. Ist das auch so? Verdammt nochmal. So, Schluss jetzt hier mit den ganzen technischen Unzulänglichkeiten. Es ist jetzt, wie es ist. So, gucken wir mal. Da sind wir. Erstmal, Hallöchen, schöne Welt. Das sieht Da kommt doch ein hier Gegner. alles schon ganz schnüffelig aus. Das ist General Gobrani. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt rauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Ah, das sind die Feuermodi. Okay. Ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Kobani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gobrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Wo steht denn so ein General? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein.
Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. 2, 1, Schuss! Rakete ist unterwegs. Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Das ist das richtige Fenster. Beibehalten. Check. Komm schon rein. Auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3, 2... Verdammte Scheiße. Oh, rums die Katze. Ziel zerstört. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Quds-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Shepard? Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten. Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Soap McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Ach du Scheiße. Ich hab ne Maske auf. Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord, landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend, nur im Notfall töten. Beeilung. Ist klar. Razor 1, Bravo-Einheiten abgesetzt. Auf zur Sekundär-Einheit. Was haben wir hier? Ein Sniper? Haben wir das Fernglas eigentlich noch? Nee. Ah, stopp! Stopp! Ups. Ach Mensch, ich wollte das Fernglas ziehen. Naja, gut. Sehen wir mal. Oh. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen... Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Merken wir uns nichts drücken, was wir nicht drücken sollen. Sonst geht das schief. Razor 1, Bravo-Einheiten abgesetzt. Auf zur Sekundär-Einheit. Gibt es hier eine Karte?
Nö. Hm. Gut. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Achtung, Razor 1 ist erfasst. Stehen unter Beschuss. Beschuss! Täuschkörper! Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Razor 1 stürzt ab! Wir schützen ab! Wartet! Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Alpha ist bewegungsunfähig! Kritische Treffer! Scheiße! Wir stehen unter direktem Beschuss! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Alles klar, machen wir das mal. Zum Gebäude vorrücken. Ich gehe bestimmt nicht vor. Erdgeschoss gesichert. Keine Spur von Hassan. Roger. Kontakt! Gebäude 2! Die wissen, dass wir hier sind. What the fuck? Okay, oh, erstmal wieder an Call of Duty gewöhnen, ne? Das ist ja ewig nicht gespielt. Erdgeschoss gesichert, keine Spur von Hassan. Roger. Der gehört zu uns. Scheinbar doch nicht. Alter, okay. Aber das waren doch eindeutig. Das sind nicht unsere Jungs. Ne, scheinbar sind es definitiv nicht unsere Jungs da drüben. Erdgeschoss gesichert, keine Spur von Hassan. Roger. Gebäude 2! Die wissen, dass wir hier sind. McTavish, wir brauchen dich hier. Ja, ja. Chill mal. So, den hat's erwischt. Scheiß Funzeln, ich sehe gar nichts. Okay, aber er mich schon, ist klar. An alle Bravos, zu Gebäude 2 vorrücken. Ja, interessant, also die KI spielt auf jeden Fall mal mit, auch wenn ich mich jetzt gerade hier wirklich anstelle wie der letzte Honk. Bleib in der Nähe.
Wie war das mit dem Nachtsichtgerät? Kann man das mal ausmachen? Ah ja, hier. Ach Gott sei Dank. Boah, Alter! siehst du, das ist übrigens ein Grund, warum ich keine Horrorspiele spiele. Könnt ihr euch vorstellen, was dann für ein Mädchengegröl hier los ist, ne? Alter, was für ein... So, da weiß ich auf jeden Fall, dass der da war. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, ey. 7-1 formieren. Ja, Penner. Was war das? Was war das? Alter! Mann, also ich glaube, mit mir ist heute echt nicht viel anzufangen. 7-1 rückt vor den ersten Stock. Sie sind hier oben. Bin getroffen! Ghost, feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Alles klar, gut gemacht. Gar nicht so einfach, die gerade alle auseinanderzuhalten. Sorry. Falsche Aufnahme. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Die brauchen einen neuen Helden. Alles klar. Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap, Alcatala ist bestens ausgerüstet. Soap, wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07, Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Bleibt in der Nähe, Sergeant. Na, die kriechen doch da schon rum, oder nicht? Verbündete! Gut euch zu sehen, Jungs. 5 sind tot, einer verwundet. Ich hab nur meine Waffe und kaum Munition. Ja, okay. Ich bin dran. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Na toll. Hab Aktivität. Angriff! Schützen bei der Mauer! Recht gehabt, Lieutenant. Bedrohung eliminiert. Hui! Ah, fuck! Hoch mit der Waffe! Sicher die Hand! Einer erledigt! Hab ein! Da kommt
Rampe! Sie kommen näher! Was ist das? Fürs Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. Verstanden. Luftnahe Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, sehr scheiße. Beschuss! In den Kopf! Alter Falter. Ziel am Boden. Ups. Mach sie fertig. Wo ist denn? Ich habe hier doch eine Mine gelegt, verstehe ich gerade nicht. Aber gut. Gut, Soap? Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauche dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir halten die Position oder rücken vor. Hassan ist noch da draußen. 7-6, funk die luftnahe Unterstützung an. Verstanden. Moment. 7, hier Kilo 01. Beschuss in 1 Minute. Kilo 01 feuert auf alles vor unserer Position. Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge nähern sich. Das wird ja immer besser. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereithalten. Bereit machen. Mähen sie nieder. Wow, 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 wow. Für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei. Holen wir uns den Wichser. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. 7-1 formieren. Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Wie kennt er denn gerade? Dank Hassan. Ei, du hast wohl recht, Lieutenant. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Was rennt er denn gerade? Was soll denn das?
Sniper! Scharfschütze tot! Verluste? 7-5 am Boden. Mehr Scharfschützen auf dem Dach! Schalte sie aus! Wie zum Geier ist Lysius? Alcatala hat Nachsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Der Scharfschütze gehört dir. Hab noch einen! Guter Schuss! Gib uns Deckung sauber! Rücken vor! Alcatala hat sich hier verschanzt. Die überwachen was richtig Großes. Der Wind hier draußen aufgerieben! Auf Unterstützung kommen wir hier nicht durch! 7-6! Auf das Gebäude! Mein Gott! Go! Wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist! Wir haben keine Wahl! Trifft das Gebäude, 7-6! Aber zerstört es nicht! Kilo 01, fordere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen. 7-6, verstanden. Wir fliegen los. Gott sei Dank für Luftunterstützung. Der Luftfahrzeug ist noch in einem Stück. Mehrere Stücke tun sie auch noch. Das erleichtert die Suche. An alle Bravos, vorrücken und das Gebäude sichern. Für uns rein, Sergeant. Finden wir Hassan, tot oder lebendig. Sieben eins, gehe rein. Ja, geh mal vor. Geh ins Erdgeschoss. Geh rein, Erdgeschoss. Ich bin hinter dir. Prüf die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Feind erledigt. Sieht irgendwer Hassan? Negativ, keine Spur von Hassan. Negativ. HRZ nicht in Sicht. Negativ. Hier ist nichts von Hassan zu sehen. Das ist nicht unser Mann. Boah, was? Also, Callisto-Protokoll werde ich ganz sicher nicht spielen. Das weiß ich jetzt schon. Geh ins Erdgeschoss. Geh rein, Erdgeschoss. Ich bin hinter dir. Prüf die Leichen. Wir müssen das identifizieren. Sicher. Feind erledigt. Negativ. Keine Spur von Hassan. Negativ. HRZ nicht in Sicht. Negativ. Hier ist nichts von Hassan. Ich bin der Erste, der drauf geht. Abschuss bestätigt. Das ist nicht unser Mann. Unterwegs in den ersten Stock. Drücke vor zum ersten Stock. Hier nicht. Wow. Mann.
sonst überall. Überall, nur hier nicht. Von wo hat denn der geschossen? Geh mal vor. Feind abgehakt. Die schleiche hier überall rum. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Hier, das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Schau dich um und sieh, was du findest. Ich hab einen Bug gefunden. Such nach Anzeichen von Hafan. Naja, erstmal gucke ich, ob hier noch einer ist, Freundchen. Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. Ja, ist halt so cool. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Verdammt gute Frage. Mann, lauf, Junge. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltor ist offen. Hab drin was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Auf dein Zeichen, Soap. Habe Kontakt! Das sag mal, ich treffe heute gar nichts, ey. Und das ist der Singleplayer. Alter, wie viele rennen denn hier drin rum? Okay, gut zu wissen. Habe Kontakt! Das für Juggernauts. Stoppst du vielleicht mal irgendwie ein bisschen? Noch einer, Alter. War's das? Alles sicher. Durchsuchen. Finden wir raus, was sie verbergen. Über die Schön, dass ihr auch rein seid. Infos.
Überprüft den Container. Ja, ja, gleich. Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistische Raketen. Ein mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6. Charlie an Watcher 1. Bitte komm. Hier Watcher 1. Ich höre. Laswell, hier Ghost. Wir haben etwas. Hoffentlich ist es Hassan. Ghost. Seht ihr das an. Ghost, habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute also eigentlich war es ja erstmal nur eine Rakete. Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Qatalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Qatala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Bist du da? Knapp eine Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Qatala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Alles wurde in Position. Okay, John. Was hast du? Al-Qatala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, hier sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise.
Wir treffen uns beim Boot. Check. Dann los, Cap. Aha, aha, aha. Können wir auch tauchen? Tatsächlich. Wuhu. So. Ja, meine Lieben, dann schwimmen wir jetzt hier ein bisschen in Amsterdam rum. Ich würde sagen, das war einfach mal, ja, die erste Folge hier, Kampagne angespielt, Call of Duty Modern Warfare 2 von 2022. Macht euch bitte nicht allzu sehr über mich lustig, wenn ich mich hier das eine oder andere mal lauthals erschrocken habe. Wie gesagt, ich bin da echt ein Schisser, was das angeht. Und deswegen umgehe ich auch sämtliche Titel, alles was mit Horror zu tun hat. Hat schon alles seinen Grund. Ja, oder was meint ihr? Soll ich mal ein richtiges Horrorspiel spielen? Aber nee, ich glaube, die Arztrechnung könnt ihr gar nicht bezahlen. Will auch keiner. Ich würde sagen, wir spielen morgen einfach ganz gemütlich weiter. Genau hier an der Stelle. Mission Nasse Angelegenheiten. Genau. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Däumchen da. Schreibt gerne einen Kommentar. Und über ein Abo von euch würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen wundervollen und erholsamen Abend. Und ja, sag einfach mal, bis morgen.